Herzlich willkommen! Im heutigen Video möchte ich Ihnen eine Webseite zeigen, die so gut wie niemand kennt und wo Sie diese bekannten Timelapse-Videos und auch Full-HD-Videos zu einem absolut lächerlichen Preis downloaden können. Ich zeige Ihnen jetzt mal zuerst die Webseiten, die jeder kennt, wo sich die meisten diese Videos downloaden, und dann zeige ich Ihnen, was Sie dort bezahlen würden und eben diesen wirklich lächerlichen Preis auf der Seite, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. Bleiben Sie dran! Ja, ich zeige Ihnen jetzt, wie zuerst versprochen, zwei Seiten, wo man normalerweise solche Clips kauft, solche Full-HD-Videos oder auch diese Timelapse-Videos. Und die erste Seite nennt sich videohive.net. Das ist eine Seite, die gehört irgendwie zu der viel bekannteren Seite Audio Jungle. Und hier kann man solche Clips eben kaufen, weil man hier über diesen Bildschirm, also über das Video scrollt mit der Maus, dann sieht man gleich die Vorschau. Man sieht auch hier, dieser Clip, der kostet 7 Dollar. Und wenn man hier diese Videos alle so anschaut, da gibt es 7 Dollar, 8 Dollar pro Clip, dann hier wieder 7 Dollar, dann ist hier sogar einer mit 20 Dollar. Also es ist wirklich pro Clip und die dauern immer nur ein paar Sekunden. Also das ist mal die eine Seite, 19 Dollar, 7 Dollar, hier sieht man es wieder, das ist pro Stück. Also wenn Sie hier, keine Ahnung, 50 oder 100 Stück kaufen möchten für Ihre verschiedenen Projekte, dann überlegen Sie mal, wie viel das kosten würde. Also das rechne ich jetzt nicht vor, das können Sie, denke ich, selbst. Das ist mal die Seite videohive.net und dann zeige ich Ihnen noch eine deutsche Seite, die nennt sich Fotolia. Fotolia kennt man auch. Hier gibt es auch verschiedene Preisangebote. Hier gibt es natürlich auch sehr viele Fotos, hauptsächlich Fotos, aber auch Videos zum Runterladen. Und man sieht hier, das kleinste Paket hier, 25 Euro im Monat, hat man allerdings die Videos gar nicht dabei. Und der Rest funktioniert hier mit sogenannten Credits. Und wenn man hier 10 Credits kaufen will, und ich zeige Ihnen gleich, wie viel Credits das Sie dann für ein Video brauchen, dann kostet das 14 Euro. Dann gibt es auch hier noch eine Variante mit einem größeren Preisvorteil, kostet dann 199 Euro, da hat man dann 25 Downloads am Tag. Und ja, da können Sie sich das dann auch ausrechnen, und ich zeige Ihnen jetzt einige dieser, dieser Videos, die es hier gibt. Da gehen Sie einfach hier auf den Videos-Button bei fotolia.de oder fotolia.com. Jetzt gebe ich hier einfach mal einen Strand. Wir suchen jetzt ein Strandvideo. Jetzt sieht man hier nach der Reihe diese Videos. Da sieht man, die dauern 29 Sekunden im Schnitt, 18 Sekunden. Auch hier sieht man dann immer eine Vorschau. Und wenn ich jetzt auf irgendein Video klicke, ich gehe jetzt mal auf dieses Video, dann sehen Sie, Sie brauchen hier 12 Credits. Bis hoch, wenn Sie Full HD haben möchten, 75 Credits, und jetzt rechnen Sie sich das hoch. 10 Credits haben zuerst 14 Euro gekostet, also überlegen Sie mal, wie viel Sie hier ausgeben müssen für solche Videos, und dann haben Sie hier eigentlich nur ein Video. Also, das sind tolle Videos, keine Frage, aber der Preis spricht für sich. Und jetzt, wenn Sie jetzt einfach dranbleiben, dann zeige ich Ihnen einen Ausschnitt oder einige der Videos, die Sie in diesen wirklich absolut günstigen Paket bekommen können. Wenn Sie dann einfach auf den Link unter diesem Video klicken, dann kommen Sie auf die Webseite, wo Sie diese Videos, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, wo Sie die erwerben können. Also wirklich ein lächerlicher Preis. Den Preis sehen Sie dann sofort, wenn Sie auf den Link geklickt haben. Also sehen Sie sich jetzt in Ruhe noch diesen Auszug dieser tollen Videos an, und ja, dann würde ich sagen, einfach auf den Link klicken, falls Sie diese erwerben möchten, und kaufen. Gut, das war's von mir bis zu diesem Video. Bis zum nächsten Video.